Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, im Eissturm der Eiswüste zur Let's Play The Witcher. Die finale Konfrontation mit dem Großmeister ist schon fast im Gange. Im Moment liefern wir uns noch ein reines Philosophie-Battle, aber ich fürchte, bald werden unsere Schwerter sprechen müssen. Seht, Alwin! Das ist nur eine Illusion, Triss. Ach, Alwin hat uns gar nichts zu sagen, okay. Der sonst immer mit uns redet. Das finde ich jetzt irgendwie schade. Wie störrisch ihr seid. Ihr könntet meine Schäfchen in den ersten Jahren des Winters hüten. Das ist nicht euer Ernst. Ihr habt unsere Geheimnisse aus Kaer Morhen gestohlen und habt sie mit den übelsten Absichten verwendet. Die Dogmen eurer Zunft waren ein Fehlschlag. Zu viel Individualität. Ich brauchte heilige Ritter so fähig wie Hexer, die den Inbegriff des Edlen verkörpern, nicht Hände, die um Almosen betteln. Blödsinn. Ihr wolltet Macht. Wenn ihr das sagt, fragt meine Soldaten, wenn sie eintreffen, was sie von mir als ihrem Meister halten. Naja, ich sag mal so, was sollen die schon davon halten? Die sind von Gehirnwäsche aus dazu programmiert, ihn geil zu finden, also... Ich glaube nicht, dass das so die besten Umfrage-Passanten dafür sind. Ja, Verzeihung, da habe ich das falsche Zeichen gedrückt und mich hat es auf den Startbildschirm zurückgehauen. Ja, und ich bleibe dabei. Die sind übel. Nein, Triss! Ach, die steht schon wieder auf. Na, geht doch. So, letzte Brücke. Effekt noch da, ja. Effekt noch da, jawohl. Aber kann es sein, dass die Zeit irgendwie hier schneller vergeht? Warte mal, gerade war doch noch 4.30 Uhr. Was vergeht die Zeit hier denn so schnell? Das ist ja krank. Deswegen sind meine Effekte auch alle weg. Seht, Geralt. Menschen. Ungeheuer. Es ist leicht, sie zu verwechseln. Wie wahr, Euer Hoheit? Ich muss es wissen, meint ihr nicht? Der Großmeister ist eindeutig verrückt. Nicht einmal ich würde es wagen, so einen Plan zu verfolgen. Wir müssen ihn aufhalten. Herrin, euer Wunsch ist mir Befehl. Ihr habt Stil, eine seltene Eigenschaft. Ich würde gerne an eurer Seite kämpfen. Seht es als eine meiner Launen. Wow! Wow! Boah, wir haben die Stricke an unserer Seite. Wer hätte denn das gedacht? Der Selena ist irgendwo auf der Strecke geblieben. Schade. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet, wenn ich mal so sagen darf. Ja, wie können die mich denn blenden? Willst du mich verarschen? Das
Wer blendet mich denn hier immer? Was ist das denn? Das ist völlig unrealistisch. Eine Erfahrung für dich, du Arsch. Langsam werde ich sauer. Gut, dass wir Adel bei uns haben. Schmerz. Darf ich mich ja auch noch mal irgendwie bewegen oder so? Hier trennen sich unsere Wege. Warum? Im Herzen der Vision kontrolliert er alles. Ihr müsst allein weiter. Bis bald, Triss. Ich komme zurück. Viel Glück, Geralt. Was? Meditieren? Nee, brauche ich nicht. Ach, wobei, der Toxizität wegen hätte ich das machen können, aber naja, gut, scheiß drauf. Ja, Toxizität steigt auf Hälfte. Das ist relativ hoch. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. So. Und jetzt gibt es kein Entkommen mehr. Begreift ihr jetzt, dass um jeden Preis gehandelt werden muss? Geralt, öffnet die Augen! Öffnet euren Geist! Leute wie euch behandelt man im Krankenhaus des heiligen Majoran. Ihr verfolgt mich und beweist damit, dass ich recht habe. Ihr habt euch den Gefahren gestellt, die der Menschheit drohen, und überlebt. Sagte Aldersberg, euer Traum ist ausgeträumt. Geduld. Vielleicht überlegt ihr es euch noch anders. Stellt euch Tausende vor, die eine Eiswüste durchqueren. Könntet ihr sie verteidigen? Ihr und eine Handvoll von Zweifeln geplagter Hexer, so wie Berengar? Unmöglich. Das können nur die großen Brüder, aber sie müssen unterrichtet und geführt werden. Sie brauchen euch. Ja, wir nehmen natürlich das Erste. Also das Zweite geht sofort auf Kampf, aber wir versuchen es mal wieder ein bisschen Philosophie hier noch sprechen zu lassen. Ich habe auch ein Angebot. Kapituliert. Zieht eure Mutanten zurück. Beugt euer Haupt vor dem König. So rettet ihr vielen das Leben. Wie zuversichtlich ihr wirkt. Auf euch wartet eine schmerzliche Lektion. Und jetzt zieht er das falsche Schwert. Ah. Ja, was wollt ihr jetzt hier machen? Schach oder was wird das? Okay, dann machen wir es so. Okay, so viele Ifrits könnten ein Problem werden. Aua. Ja, Großmeister, brenn mal weiter vor dich hin. Ich mach mal eben hier, ne?
Lame. Der Kampf wäre ein bisschen epischer, wenn nicht diese ganzen Effekte wären und ich hier dauernd umgekloppt würde. Brennen die nicht? Kriegen die keinen Schaden? Oder was ist das hier? Sind die unverwundbar? Ich meine, der Großmeister ist ja so freundlich und wartet, bis ich die Ifrits verprügelt habe oder die Ome des Feuers. Bitte, ich will ja keinen beleidigen hier. Aua, 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 was ist denn das hier? Spiegelkabinett. Ja, so, und jetzt ist nur noch der Großmeister übrig. So, Kollege. Keine Ifrits mehr da, um dich zu schützen. Scheiße war's. Würde ich mal sagen. Huch! Inventar. Ah, da bin ich aber fast tot, was die Toxizität angeht. Wann habe ich denn so viel Leben verloren? Jetzt hör doch mal auf, das ist doch nur Scheiße. Hallo. Ja klar, willst du mich verarschen? Ich komme hier nicht raus. Dann bombe ich dich halt zu. Hilft dir auch nicht viel. Boah, macht dir viel Schaden mit seinem Schwert. Das ist ja Wahnsinn. Ich werde hier nicht verlieren. Die Salamandra sterben. Sie gehören bald der Vergangenheit an. Die Salamandra sind bedeutungslos. Sie waren nur ein Teilchen des Chaos. Das Werkzeug des Mannes, den ihr eben getötet habt. Eure Vergangenheit. Euer Schicksal. Die Gründe für eure Auferstehung. Alles bleibt im Dunkeln. Worte, Worte, Worte. Lasst mich euch auf die Sprünge helfen. Es gibt den Tod, aber auch den freien Willen. Ich blicke nicht zurück. Ich werde die Salamandra finden und mein Schicksal erfüllen. Ihr habt euch geirrt. Ich komme wegen der Seele von jemandem, dessen Weg den euren oft kreuzte. So wie es geschrieben steht. Ihr könnt gegen mich kämpfen. Doch das Ende bleibt stets dasselbe. Tod. Die Frage ist, wessen Tod? Ich kann nicht getötet werden. Ihr könnt euer Ende hinauszögern, aber es wird kommen. Kümmern wir uns um den, der bereits tot ist. Besinnt euch eurer Taten, Hexer. Ich stand in eurer Nähe,
als ihr in Kaer Morhen eintraft. Ein Omen des Unterganges. Ich sah mit an, wie ihr die Dörfler des Umlands gerichtet und nur Blut und Feuer hinterlassen habt. Ihr habt Raimund den Tod und Shani in Gefahr gebracht, weil ihr nur eure Ziele verfolgtet. Das Chaos folgt euch auf dem Fuß. Ihr habt Dutzende mit eurem Hexerschwert abgeschlachtet. Ihr habt den Skoyatel Gold gegeben und damit neue Massaker geschürt. Ihr habt Vizima dem Chaos überlassen, nur um Zerstörung über Trübwasser zu bringen. Jede eurer Entscheidungen brachte neue Verwüstung. Jede Wahl, die ihr getroffen habt, führte zu noch mehr Bösem. Vizima brennt, der Orden und die Skoyatel lassen Temerien ausbluten. Schmeckt eure Neutralität nicht bitter? Hört auf. Leugnet es nicht, Hexer. Ihr seid mein größter Recke. Ein vollkommenes Instrument der Zerstörung. Wohin ihr auch geht, folgen euch Tod und Chaos. Genau wie es schon vor Jahren war. Akzeptiert es! Kämpft nicht dagegen an! Überlasst mir noch einen weiteren Mann, den ihr vernichtet habt. Jacques de Aldersberg gehört mir. Ihr wagt es mir zu trotzen. Ich spüre eure Schwäche. Jetzt, wo das Leben aus euren Wunden rinnt. Mit jedem Tropfen rückt der Tod näher. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ergebt euch mir. Schwer zu sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert, wenn wir ihm jetzt den Jack überlassen oder was passiert, wenn wir ihn für uns behalten. Der ist ja tot. An sich möchte ich den schon ganz gerne behalten. Tja, das hier wäre natürlich Kompromisslösung. Aber ich glaube, diesmal bleiben wir egoistisch. Niemals. Das ist etwas zwischen ihm und mir. Ihr wollt ihn doch sowieso töten. Stimmt. Aber aus meinen Gründen. Und die gehen euch nichts an. Geht, solange ihr noch könnt. Geht, bevor es zu spät ist. Ihr wollt gegen mich kämpfen. So sei es. Eure Flucht vor dem Tod endet hier. Zieht euer Schwert! Ich hatte schon befürchtet, ihr würdet Schach vorschlagen. Ah, Hilfe! Darf ich fragen, wie man den besiegt? Echt so? Naja, also wir töten ihn ja nicht wirklich, er kann ja nicht getötet werden. Ah, starker Kampfstil. Starker Kampfstil, ja. Und so kämpfen wir gegen den König der Wildenjagd. Gut, der Schwalbe noch ein ganz klein bisschen hält. Und gleich haben wir ihn am Boden. Stufenaufstieg! In your face. Nein, jetzt sag nicht, dass der Typ noch lebt. Ach so. Wir können ihm den Gnadenstoß verpassen, ich verstehe. Tja, aber genau das werden wir jetzt nicht mehr machen. Diesen Cliffhanger gönne ich mir jetzt einfach und lasse euch damit bis zum Ende der nächsten Folge, nein, bis zum Anfang der nächsten Folge damit zappeln. Und dann dürft ihr euch freuen, wie wir beim nächsten Mal den Großmeister erst kastrieren und dann töten, wenn das möglich ist. Also, bis zum nächsten Mal.